Also einerseits ist für mich Humor etwas sehr Erwachsenes, also sagen wir mal etwas sehr, was mit Einsicht, mit Erkenntnis, mit Widersprüchlichkeit, mit Reibung zu tun hat. Also für mich ist Lachen nicht ein Ausdruck von, es ist sowieso alles klar und deswegen amüsiert man sich darüber, sondern gerade das Unklare, finde ich, beinhaltet für mich die Komik. Für mich ist guter Humor oder intelligenter Humor nicht unbedingt immer lustig, sondern der kann durchaus verstörend, provozierend, gemein, subversiv, schmerzhaft. Und völlig unlustig sein. Also Komödie muss für mich nichts, also obwohl ich das auch gewöhnt bin als Filmemacher oder im Kino, dass ich so ein bisschen warte, dass wieder gelacht wird, sage ich jetzt mal, heißt es aber nicht, dass wenn die Leute möglichst oft und möglichst viel lachen, dass die Komödie besser ist, als wenn sie eine andere Art von inneren Humor empfinden. Es gibt auch eine innere Belustigung, es gibt auch ein inneres seelisches Schmunzeln. So. Filme, du hattest bei Cinefield zum Beispiel Andreas Dresen, das ist für mich so der Typ, der macht Filme, wo man innerlich schmunzelt, wo man innerlich heiter wird und auch dem Leben gegenüber heiter wird, ohne dass man jetzt laut expressiv lacht. So. Und ich finde, dass Komödie deswegen etwas mit Mut zu tun hat, weil sie unbequeme Wege gehen sollte. Und es ist auch wirklich so, muss ich sagen, ziemlich oft als Nichtlacher oder auch als Lacher, es gibt ja auch, dass ich manchmal in Filmen lache, wo niemand anders lacht, einsam fühle. Mich bringen eher so die wirklich tragischen, tiefen Missstände und Verhedderungen von Figuren wirklich zum Lachen. Also manchmal kann eine Figur in sich todunglücklich sein und gleichzeitig so einen verzweifelten Versuch machen, da rauszukommen. Und das finde ich dann richtig lustig. Und da ich selber ja auch jemand bin, der sich dagegen wehrt, dass es die zwei Genres überhaupt als Konkurrenz zueinander gibt, ich halte das ja für völligen Unsinn, dass ein Film nicht gleichzeitig tragisch und komisch sein kann. Genauso wie ich der festen Überzeugung bin, dass Lachen und Weinen der gleiche empathische Ausdruck sind. Es bedeutet ja nur, ich nehme teil an etwas, was mir geboten wird, was ich begegne, ob das im Leben oder im Kino ist, und reagiere mit Gefühl. Ich habe ein empathisches Gefühl dazu und ob ich weine oder lache, entspringt dem gleichen Impuls, sage ich jetzt mal. Und deswegen bin ich immer so allergisch darauf und empfinde das als so unreif und unerwachsen, wenn die Leute sagen, Moment, das sollte doch eine Komödie sein, da gab es doch eine ganze Menge ernsthafte Szenen. Aber warum musste ich jetzt da irgendwie, warum muss das jetzt so tragisch sein? Das kommt doch der Komödie gar nicht entgegen oder so. Also ich glaube, dass das, also ich persönlich finde die Diskussion uninteressant und ich werde mich auch nie dazu verführen lassen oder zwingen lassen, ich sage jetzt mal reinrassig, ich sage es bewusst reinrassig, genremäßig zu bedienen. Also Humor hat durchaus eine große politische Kraft, eine große subversive politische und auch, wie ich finde, weltverändernde Kraft. Und die aber zu stemmen, braucht eben auch Mut. Ich glaube, jeder Film braucht eine politische Position, um komisch zu sein. Jeder Film braucht eine gesellschaftliche Position, um komisch zu sein. Filmemacher ohne Haltung, ohne Selbstbewusstsein, und zwar sehr ausgeprägtem Selbstbewusstsein bestimmten Zuständen gegenüber, können keine Komödie machen. Das wird Larifari, das wird nichts Komisches. Ich glaube, Leute müssen irgendwo scharfe, angreifbare und vielleicht sogar auch bösartige Menschen sein, um Komödien zu schaffen.
klar, meine großen Väter, natürlich sind das die emigrierten Juden aus Europa, die in Hollywood die große Hollywood-Komödie mitgeschaffen haben, mit Billy Wilder und Lubitsch und Capra und, wie ich vorhin erwähnt habe, Albert Brooks oder Woody Allen, natürlich auf eine bestimmte Art auch. Altman hatte teilweise auch sehr komödiantische Ideen. Da kommt natürlich ganz viel aus der jüdischen, aus dem jüdischen Selbstverständnis der Selbstironie und der, der tragisch-komischen, subversiven Weltanschauung raus. Da kommt aber auch ganz viel aus dem politischen Kabarett und dem politischen, überhaupt der Lust, sich politisch einzumischen. Das ist das, was hier in Deutschland ja oft ganz stark fehlt, ist die, der Mut, sich wirklich auch konkret in die Geschehnisse, in die sozialen oder gesellschaftlichen Verhältnisse einzumischen. Das Kino ist eine, wenn es dann überhaupt Publikum gibt im Saal, aber gehe ich jetzt mal von aus, ist natürlich eine große Gemeinschaft, die zusammen etwas genießt. Und die Energie, die in einem Kinosaal entsteht, ist doch beachtlich, finde ich. Und zwar sowohl was Dramen, also tragische Filme betrifft, wie auch was Komödien betrifft. Ich finde, ein Kinosaal hat eine sehr potente Energie und das Publikum nimmt die mit. Ich glaube, dass es sich irgendwo abspeichert im Menschen. Ich glaube, kein Film, der gut ist, selbst wenn man ihn vielleicht ein paar Tage später dann nicht mehr so ganz im Kopf, im Bewusstsein hat, geht spurlos an einem vorbei. Irgendwo bleibt das hängen. Und deswegen ist für mich Filmemachen durchaus auch eine wirklich sinnvolle Angelegenheit. Ich sage das jetzt nicht nur, weil ich mich so oft so sinnlos fühle und mir so, also sozusagen selber Mut zureden muss, sondern ich bin wirklich der Meinung, dass das Kino eine starke Kraft hat und dass es auch eine verändernde Kraft hat und dass das Publikum, was im Kino sitzt, gerade über Lachen, wirklich etwas erfahren kann und wirklich ein Erlebnis machen kann oder eine, etwas für sich abspeichern kann, was Neues. Und ich glaube, dass dadurch das Kino natürlich diese Flüchtigkeit, die das Leben eben als solches auch schon hat, versucht zu überwinden oder dem entgegenzuwirken, indem es bestimmte Dinge nochmal ranholt, indem es sagt, Achtung, dieser Moment, klack, jetzt gehe ich ran, klack, ich bleibe langsamer dran, ich gucke nochmal genau in das Gesicht, ich bleibe bei 20 Sekunden, bleibe ich auf dem Gesicht, guck genau, was da passiert, so genau, wie ich mir denn sonst den Menschen in der Situation nie angucken würde im Leben, weil ich mich das vielleicht gar nicht traue. Das mache ich jetzt. Und alles wird still und alles tritt zurück und der Zuschauer im Kinosaal guckt mit. Und das sind schon, also man kann im Kino auch sehen lernen.